Oh, Winery ist sogar der Money-Spot. Dann gehe ich dahin. Dann gehen wir doch zu Winery, oder? Das ist die neue Rebirth-Map an der Stelle. Die neue Rebirth-Map. Winery ist hier gold markiert, weil da gibt's guten Loot. Dann gehen wir dahin, oder? Performance, kann ich jetzt schon mal sagen, fühlt sich sehr gut an. Fühlt sich sehr gut an. Annie, direkt hier ins Fenster rein? Moin. Na, habt ihr euch euren ersten Landespot so vorgestellt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt wilde Kletterspots und sowas auch, ne? Und Jumpspots. Es gibt auch wilde Spots, wo man aufklatschen kann. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone. Heute endlich mal wieder mit neuen Season-Content. Eine neue Map. Dazu gibt es jetzt auch gleich Gameplay-Szenen. Wir werden uns ein bisschen was genauer anschauen. Und ja, vielleicht gibt es auch ein bisschen ausführlichere Gameplay-Szenen dieses Mal, weil ich habe jetzt bisher nur ein paar Stunden aufgenommen. Und dementsprechend kann ich jetzt kein 15 Minuten langes Video machen, wo ich nur Triple Kills mache und so mit Musik hinterlegt. Ich denke, auch einfach dadurch, dass die Map neu ist, ist es ganz cool, mal ein bisschen die Gameplays länger laufen zu lassen. Das gibt's gleich. Solltet ihr euch für die Patch Notes, also was alles verändert wurde, interessieren oder für den Battle Pass, dann schaut gerne auf dem Stylus Uncut Channel vorbei. Das ist ein YouTube-Kanal, den ich extra auch für solche Sachen habe. Da kommt auch jeden Tag ein Video raus, ob das jetzt ungeschnittene Runden sind oder ob das solche Sachen sind, eben wie Patch Notes durchlesen und eben auch sowas wie Battle Pass anschauen. Das machen wir immer zur Season und zur Mid-Season und so weiter und so fort. Gibt es da die ganzen Infos. Deshalb gerne auch da vorbeischauen. Und wenn ihr dieses Video gerade seht, zumindest kurz nachdem es rausgekommen ist, dann bin ich wahrscheinlich auch gerade live auf Twitch und wir spielen gemeinsam, was heißt gemeinsam, wir spielen die neue Warzone-Map dann auch live im Stream, deshalb auch da gerne mal vorbeischauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. So, wir sind jetzt hier in-game und ihr seht natürlich neue Season, das heißt, der Hintergrund ist auch neu und das ist jetzt auch ein ziemlich geiles Event, das ist jetzt für die nächsten 2 Wochen drin und hier könnt ihr zum allerersten Mal auch Tarnungen bekommen, was ich übel geil finde. Normalerweise sind ja diese kurzfristigen Challenges immer mit solchen Sachen. So, ne? Also irgendein Waffenanhänger, irgendein Emblem, was wirklich gar nichts bringt, so Sachen. Aber man muss dieses Mal sagen, für 50 Kills auf Fortune's Keep, also der neuen Warzone-Map, kriegt ihr diese Tarnung. Und für 100 Kills bei Storage Town, der einen neuen Location aus Verdansk, die es jetzt auf Caldera gibt, kriegt ihr diese Tarnung. Und das sieht sogar echt ganz nice aus. Also wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann seht ihr, das ist beispielsweise die neue SMG. Ja, dann seht ihr hier bei der Nikita, das ist doch in Ordnung, oder? Das sieht natürlich jetzt nicht unfassbar krass aus so, ne? Aber für eine kostenlose Tarnung ist das, denke ich mal, echt in Ordnung. Deshalb, das ist auf jeden Fall ganz cool. Natürlich, as usual, neuer Battle Pass und alles mögliche drum und dran. Und das sind hier jetzt aktuell die Modi. Caldera wurde ja auch ein bisschen verändert, was die Map angeht. Und das ist natürlich auch hier der neue Modus mit der neuen Map. Rebirth ist aktuell weg, wird nächste Woche Donnerstag wieder reinkommen. Aber bis dahin haben wir nur Fortune's Keep. Könnt ihr gerne ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Es werden die nächsten Tage natürlich Videos zu den neuen Waffen kommen, zu generellen Updates, weil viele Waffen auch verändert wurden. Deshalb bleibt auf jeden Fall am Start. Lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und Abfahrt mit den Gameplay-Szenen. Na 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 na. Na 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 na. Den krieg ich auf keinen Fall. Kann man hier rüber? Ja, ne? Oh, das ist übrigens. Ja, ja, das ist quasi eine Leiter. Ach, diese Goldbarren sind das Geld hier. Oh, nice. Cheats funktionieren auch nach dem Update noch. Er hatte sogar noch eine Self-Revive. Okay. Ja, man, immer wenn man jetzt Geld aufhebt, dann sind das diese Goldblöcke und dann hört man noch so ein Goldgeräusch, so ein metallisches Geräusch. So, hier gibt's jetzt. Hier kannst du dir Waffen kaufen auch. Ja, nee, übel geil das Ding. Feindlichen Radarstörer. Hat da jemand seinen echten Nodi geholt? Ja, wo ist er hin? Ja, warum hat da niemand geschossen? Oh, nice. Hat der hier gerade einen Kill gemacht?
Nicht schon wieder! Nein, ich hatte keine Sims mehr. Ich bin tot. Ich bin ja so tot. Oh nein, bin ich nicht. Oh nein, bin ich nicht. Hallo, warum kann man den Kanister nicht zerschießen? Don't like my positioning. Oh mein Gott, du ekliger. Ja, T-Rock. Ah, fuck off. Ach. Boah, was eine Reaction. Das Gas weitet sich aus. Kann ich eigentlich nicht wollen. Keine Chance. Mann. Only Posi hat die Sohn gewonnen. Das kann nicht sein. Bro, was war das denn eben? Ohne Weckern haben wir gesagt. Also ich finde hier, du kannst auf jeden Fall viel so Assassin's Creed Vibes rausholen. Hast du eigentlich schon mal was über Assassin's Creed gesagt heute? Nein, ja! Brauche ich aber. Nein, EP-Granate ist da. Hier oben sind welche, Tirok. Finish. Hier gegenüber noch. Oh, nice. Dann tot. Ah, nein, das bin ich nicht. Ich bin komplett gekracht. Bin tot. Gott. Kracher! Ah! Oh nein, ich bin gegen dieses scheiß Weinfass gelaufen. Nein! Ich sag's, es ist Solo.
das war nicht gewollt. Huh. Hallo? Oh!